begrüße wieder alle Freunde der außerirdischen und überirdischen Phänomene. Heute machen wir mal was ganz Besonderes. Heute werden wir mal enthüllen. Was ist dran am Marsgesicht? Dazu muss man natürlich erstmal wissen, was ist überhaupt das Marsgesicht? Das Marsgesicht ist ein Phänomen, was es seit 1976 gibt. Man sieht am oberen Bildrand hier in diesem hellen Kasten, sieht man eine Struktur, die aussieht, als wenn es ein Gesicht wäre. Im Übrigen muss ich gleich sagen, hier auf diesem Bild sind ja weiße Streifen zu erkennen. Das sind keine Landebahnen von Außerirdischen und auch keine Startbahnen von Außerirdischen, sondern das sind nur Bildausschnitte, die wir nachher noch gebrauchen werden. Man sieht auf diesem Bild außer dem Gesicht noch einige merkwürdige Strukturen. Hier zum Beispiel in dem Kasten selber sieht man Erhebungen, die danach aussehen, als wenn es sich um Pyramiden handeln würde. Wir werden noch sehen, was das bedeuten soll. Aber die wesentliche Struktur ist hier oben am Bild zu sehen, das Marsgesicht. Diese Aufnahmen kommen von den Viking-Sonden. Die Viking-Sonden sind 1976 auf dem Mars gelandet und haben, bevor sie landeten, den Mars kartografiert. Das heißt, sie haben alle möglichen Strukturen fotografisch aufgenommen und dabei ist dieses Gesicht aufgetaucht. Die NASA hat dann dieses Bild relativ schnell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und als das Bild dann in einigen Zeitungen war, kamen auch sofort Scharen von Sachbuchautoren und haben Scharen von Büchern geschrieben. Einige von ihnen sind ziemlich bekannt geworden. Und ich will Ihnen mal aus dem Klappentext eines solchen Buches was vorlesen. Eine sorgfältig durchgeführte Analyse spektakulärer NASA-Aufnahmen lässt vermuten, dass eine hochentwickelte Zivilisation schon vor Hunderttausenden von Jahren auf dem Mars gelebt haben muss. Diese Aufnahmen wurden von den amerikanischen Viking-Sonden während der Mars-Mission gemacht. Die dabei entdeckten Monumente auf dem Mars gehören zu den bedeutendsten und rätselhaftesten Entdeckungen seit Menschengedenken. So. Diese Entdeckungen seit Menschengedenken sind nicht die einzigen, die man seit Menschengedenken auf dem Mars schon gemacht hat. Die ersten, die erkannt hatten, dass auf dem Mars gewisse Veränderungen an der Oberfläche sich abspielten, was nicht unbedingt der Normalfall ist für Planeten, das waren richtige Astronomen. Christian Huygens zum Beispiel hat mit seinem Fernrohr relativ früh schon Erscheinungen an der Oberfläche des Mars bemerkt und konnte so ausrechnen, wie der Planet sich dreht. Richtig interessant wurde es allererst, als Schiaparelli seine Kanäle an der Oberfläche fand, wobei er nicht wirklich meinte, dass es sich um Kanäle handelt, sondern er hatte so gedacht, es sind Rinnen und Furchen. Aber weil es eben hell und dunkel war, gab kein anderes Wort sozusagen und zu dieser Zeit wurde der Suezkanal eröffnet und schon war der Mars belebt und schon war klar, dass auf diesem Planeten sich eine Zivilisation gebildet haben muss, denn Kanäle bauen nur zivilisierte Kulturen und auf diesen Kanälen können dann Schiffe rumfahren und so weiter und so weiter. Das gipfelte dann in Percy Lovells Ideen, dass man wirklich die Schiffe auf dem Planeten finden könnte. Er hat also ein großes Teleskop gebaut in Arizona und hat also richtig versucht herauszukriegen, welche Zivilisation denn da am Werke ist. Und als die ersten Raumfahrtunternehmungen gemacht wurden, da versuchte man auch ganz schnell herauszufinden, was ist denn nun auf dem Mars eigentlich los? Die ersten Satelliten brachten uns im Wesentlichen Bilder, die so erschütternd waren für die UFO- und außerirdischen Gemeinde, dass man sehr, sehr enttäuscht war. Das muss man schon sagen. Also der Planet ist offensichtlich ein roter Felsenplanet und nichts davon sieht so nach Leben aus. Gut, es gibt ein paar Strukturen, die sehen danach aus, als wenn mal Wasser geflossen ist, also tiefe Canyons, die ein paar Kilometer tief sind sogar und sehr, sehr lang. Es gibt einen hohen Vulkan, den Monte Pons, der also 24 Kilometer hoch ist. Aber es war eigentlich nichts aus den Satellitenfotos herauszulesen, was auch nur einen Hinweis darauf gegeben hätte, dass dort oben außerirdische Zivilisationen am Werke gewesen sind. Bis eben diese Bilder erschienen. Diese Bilder, die Pyramiden zeigen. Ein Marsgesicht. Und schon waren die Ideen da, ja, die Zivilisation auf dem Mars hat also hier ein großes Monument erstellt, was wir in dem Moment sehen werden, wenn wir die richtige Technologie entwickelt haben. Also wenn wir in der Lage sind, Satelliten zu bauen, die so gute fotografische Apparate besitzen, dass wir das dann auch wirklich richtig im richtigen Blickwinkel sehen können. Und das war 1976 der Fall. Und dann war klar, die ganze Vorstellung, dass dieser Planet völlig unbelebt gewesen ist, die ganze Zeit war völlig falsch. Das hatte man in den UFO-Kreisen sich so vorgestellt. Und seit einigen Monaten
wartete die UFO-Gemeinde schon darauf, dass der neue Satellit, der jetzt den Mars kartografiert, nämlich der Global Surveyor, endlich Klarheit schafft und endlich uns zeigt, was denn nun wirklich aus dem Marsgesicht herauszulesen ist. Was ist denn nun wirklich hinter dem Marsgesicht? Was ist es denn eigentlich? Ist es ein Gesicht oder ist es was völlig anderes? Und diese neuen Aufnahmen, die sieht man hier in dem Bild hier oben, in den beiden Bildern hier oben. So sieht das Marsgesicht wirklich aus. Es ist, wie ich im Übrigen sagen muss, auch für die Autoren, für die Bücher darüber, es ist ein Haufen Schutt. Es ist nichts. Es ist eine optische Täuschung. Man sieht dieses Gesicht nur unter ganz bestimmten Blickwinkel. Und so sind die neuen Daten vom Global Surveyor, sie zeigen ganz deutlich, dass es sich dabei wirklich nur um eine optische Täuschung handelt. Das Gesicht ist gar kein Gesicht. Es ist eines von vielen Oberflächenphänomenen, wo wir augenscheinlich immer wieder denken, ach, da ist ein Gesicht. Es gibt übrigens Krater auf dem Mars. Da gibt es nicht nur dieses ernste Gesicht zu sehen, sondern es gibt auch ein Happy Face. Man sieht in diesem Krater mehrere Punkte und unter diesen Punkten, was aussieht, als wenn der Krater lächelt. Aber keiner käme auf den Gedanken, aus diesem Happy Face nun unbedingt den Schein einer alten, uralten und hoch zivilisierten Kultur zu machen, die auf diesem Planeten alles Mögliche angerichtet hat und vielleicht sogar für die Kanali verantwortlich ist. Also aus dem Marsgesicht wird ein Haufen Schutt. Das ist das, was die neuesten Daten dazu bringen. Man muss also sagen, dass die ganze Idee der Vorstellung, dass das Marsgesicht uns sozusagen etwas mitteilen will darüber, was sich auf diesem Planeten vor Ewigzeiten mal abgespielt hat, dass es sich dabei um absoluten Nonsens handelt. Aber wie so oft springt eine Science-Fiction-Gemeinde darauf ab, was für Bilder ins Internet kommen oder in die Zeitungen kommen und schon ist eine neue Legende geschaffen. Und genau so hat sich in der ganzen Geschichte der Marserforschung hat sich immer wieder dieses Wechselspiel abgespielt zwischen den Science-Fiction-Autoren zum Beispiel und den Wissenschaftlern. Ja, man denke nur an die Panik 1938, nachdem die Marsianer hier auf die Erde gekommen sind, H.G. Wells und die Geschichte von H.G. Wells, Kampf der Welten. Und schon ging die Panik in New York los, als an einem Abend Orson Welles das als Hörspiel im Radio gebracht hatte. Und genauso handelt es sich hier bei diesem Marsgesicht um den verzweifelten Versuch, das Thema Außerirdische im Sonnensystem, also dass die Planeten im Sonnensystem irgendwie mal belebt gewesen sein könnten, immer wieder aufrechtzuerhalten. Und das ist ziemlich erschütternd, denn es ist bedauerlich, weil die Marsforschung verdient eigentlich mehr als nur dieses oberflächliche und ich würde sagen nach rein pekuniärem Interesse gehende Vorgehen aus allen möglichen Oberflächenphänomenen, die man auf diesem roten Planeten sieht, irgendwas herauszumachen. Der Mars ist natürlich deswegen so besonders interessant, weil er zeigt irgendwas. Als man zum ersten Mal die Venus beguckte, da hätte man jetzt hier an dieser Stelle nur eine einzige graue Fläche gesehen. Die Venus wird verdeckt von einer sehr, sehr dichten Atmosphäre. Man kann fast überhaupt nichts erkennen. Es gibt zwar Schlieren in der Atmosphäre zu sehen, aber sonst nichts. Und so war die Venus lange Zeit auch ein Ort, wo die Sachbuchautoren sich tummelten. Also zum Beispiel hat man auf der Venus gerne einen Regenwald hingestellt. Man hat die Venus zu so einer Art von Protoerde gemacht, wo auch schon mal ein Dinosaurier rumspringt. Auf jeden Fall konnte man sich vorstellen, dass also große Farnwälder da zugange waren. Bis die Naturwissenschaften bzw. die Technik mit Hilfe ihrer Sonden festgestellt hat, wie die Zustände auf diesem Planeten wirklich sind. Und sie sind höllisch. Die Oberflächentemperatur auf der Venus sind 475 Grad Celsius. Das ist heiß. Das ist so heiß, dass man es vergessen kann, dass da irgendwas jemals gelebt hat. Der Unterschied zwischen Venus und Mars im Abstand zur Sonne ist ja gar nicht so dramatisch. Es ist ja gar nicht so viel Platz dazwischen, obwohl es sich um zig Millionen Kilometer handelt. Aber genau dazwischen liegt die Erde. Auf der Erde ist offensichtlich Leben möglich. Auf der Venus ist es offensichtlich zu heiß. Und der Mars zeigt uns neben seinem Gesicht, dass er wasserlos ist. Er hatte vielleicht mal Wasser. So gehen die Spekulationen. Aber die Oberflächenphänomene könnten auch durch Wind verursacht worden sein. Also worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen Mars, diesem Wüstenplaneten, der Venus, diesem Höllenplaneten und der Erde? Woran liegt das? Bei Mars handelt es sich um einen sehr kleinen Planeten. Der ist also hat nur ein Zehntel Erdmasse, das heißt, seine Atmosphäre ist entsprechend dünn. Er dreht sich immerhin einmal in 24 Stunden, also wie die Erde. Bei der Venus handelt es sich um einen Planeten, der fast genauso schwer ist wie die Erde,
aber er dreht sich nicht so oft und außerdem dreht er sich auch noch rückwärts. Worin besteht der Unterschied zwischen Venus, Erde und Mars? Und wenn ich Ihnen sage, es handelt sich bei der Venus um ein Treibhaus, um ein Höllentreibhaus, dann merken Sie gleich, wohin ich will, zum CO2. Kohlendioxid gibt es massenhaft in der Venus. Atmosphäre. Bei uns gibt es zwar inzwischen auch mehr und mehr, wir arbeiten ja daran, unsere eigene CO2-Katastrophe zu schaffen, aber bei der Venus ist so viel CO2 in der Atmosphäre, dass das Sonnenlicht zwar reinkommt, aber die abgestrahlte Strahlung nicht mehr genügend zurückkommt. Und auf die Art und Weise heizt sich die Atmosphäre auf ohne Ende und das Wasser kann nicht abregnen. Was sich in der Uratmosphäre der Erde abgespielt hat, war, es hat sehr, sehr lange geregnet und der Kohlendioxid wurde ausgewaschen. Beim Mars ist es noch ganz anders. Der konnte nicht genügend CO2 in die Atmosphäre bringen, weil er keine Plattentektonik hat. Wir wissen ja von den Erdkontinenten, dass sie sich wie Platten auf der Oberfläche bewegen. Und diese Plattentektonik hat also führt dazu, dass sehr starker Vulkanismus zustande kommt. Und damit kann man CO2 in die Atmosphäre bringen und auch aus ihr wieder herausbringen, indem sie nämlich durch den vielen Regen wird der Kohlendioxid aufgelöst in irgendwelchen Gesteinen, wird also richtig herabgeregnet. So dass der Mars, es mangelt ihm an CO2. Er konnte ihn gar nicht in der Atmosphäre, auch wenn er ihn gehabt hätte, er hätte ihn gar nicht halten können, weil keine Bewegung, es war keine Geologie auf ihm möglich. Bei der Venus, wie gesagt, so viel CO2, es war gar nicht möglich, dass es geregnet hat. Und dazwischen liegt die Erde. Die Erde liegt genau im richtigen Abstand, dass die Vorgänge in ihrer Atmosphäre dazu geführt haben, dass die Temperaturen sich eingeregelt haben. Die mittlere Temperatur bei uns, die ist so 20 Grad Celsius, plus, minus 7, 8 Grad ungefähr. Die Temperaturen auf der Venus sind 475 Grad Celsius. Auf dem Mars ist es kalt, unglaublich kalt. Also im Mittel, sagen wir mal, minus 100 Grad Celsius. An manchen Tagen ist es schon mal über Null, aber meistens ist es wirklich fürchterlich kalt auf diesem Planeten und vor allen Dingen es gibt kein Wasser. Und so kann man an diesen drei Planeten, kann man genau sehen, wie fein das Gleichgewicht eingeregelt sein muss, damit auf einem Planeten über längere Zeit klimatische Bedingungen existieren können, dass auch Leben passieren kann, dass Leben sich entwickeln kann. Wann immer auf diesen drei Planeten sozusagen jemand würfeln würde, um Leben zu produzieren, würde auf dem Mars, die Temperaturen sind so niedrig, dass die Chemie nur sehr langsam geht. Also wenn es eine Entwicklung gäbe, dann wäre sie sehr, sehr langsam. Und da kein Wasser ist und damit kein Lösungsmittel da ist, können sich überhaupt keine großen Moleküle bilden. Auf der Venus ist klar, bei 475 Grad Celsius und einer Atmosphäre, die sogar noch flüssige Schwefelsäure enthält, haben wir überhaupt keine Möglichkeit, irgendwelche großen Moleküle zu basteln, geschweige denn irgendwelche Tiere laufen zu lassen. Und so sieht man ganz genau, wie in diesem winzigen Abschnitt des Universums, nämlich unserem Sonnensystem, sich die Lebensbedingungen eingestellt haben. Die Erde ist nicht unbedingt der Normalfall. Wir sehen in unserem Sonnensystem, am Beispiel des Mars, wie sich ein Planet entwickelt, der völlig sein Wasser verloren hat. Wie er sein Wasser verloren hat, ist noch unklar. Es gibt Theorien darüber, dass sich die Rotationsachse so geschwankt hat über die Jahrmillionen, dass er wirklich einmal eine Phase durchlebt hat, wo sein Wasser völlig verdampfte. Es völlig verloren ging und auf die Art und Weise dem Wind das gesamte Gestein ausgesetzt war. Und so entstehen dann Schutthaufen, die wir von der Erde heute im Nachhinein oder einige von uns als ein Zeichen einer außerirdischen Zivilisation interpretieren. Nur muss man leider sagen, wenn man es genauer anschaut und wir haben genauer hingeschaut mit unseren Satelliten, dass von diesen ganzen Vorgängen nichts übrig bleibt als ein Haufen Dreck. Und die Idee der Marsianer ist offensichtlich nicht mehr.